Wie verhütet ihr? Auf No Risk vorher rausziehen. Wie hast du dann hier vor drei Tagen in der Dusche gemacht? Ja. In der Dusche? Ich war da nur spazieren. Jo Leute, ich bin's Marv. Was geht? Willkommen beim neuen Video. Heute spielen wir eine Runde unangenehme Fragen an diese netten Personen. Das ist Jonas Wuttke, den kennt wahrscheinlich jeder. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Er ist halt ein unrelevanter Fuchs. Das ist Kaya. Nein. Kyla. Nein. Ich sag das so, wie ich das will. Das ist mein Kanal. Kyla. Und das ist Zoe, die ist sehr unbekannt auch noch bis jetzt. Auch noch lange so bleiben. Und hinter der Kamera sitzt. Das wird auch noch sehr unbekannt. Ja, genau. Nach euch dreien. Jonas M. sitzt hinter der Kamera, sagt er mal nicht. Perfekt. Adi sitzt auch hinter der Kamera, sagt auch einmal nicht. Dankeschön. Genau, Jonas wird jetzt ein paar unangenehme Fragen an uns stellen und ich würde sagen, lass nicht lang fackeln, sondern anfangen. Das wird die abgefuckte, intim, unangenehme Frage-Edition, die wir je hatten. Okay, oh, nein. Sponsert bei Jonas Ems. Sponsert. 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 Ist beim deutscher Sponsor. Beim Emse. Könnt ihr in die Kommentare mal schreiben, wer der größte Allmann ist? Das ist sehr, sehr aufregend. Jonas Wuttke. Let's go. Wir fangen soft an, okay? Okay, jetzt kommt es so richtig. Ja, dann weiß man, was es für ein Video wird, wenn das jetzt schon so. Seid ihr gerade aktuell unten rum rasiert? Jeder in der Runde. Also da es ja eine softe Frage ist und wenn man nicht rasiert ist, relativ weich ist, kann ich das so beantworten. Oh. Okay, nächster. Was wolltest du? Das war ein Wortspiel. Okay. Das war gut. Ja, ich bin nicht rasiert. Nein, ich bin rasiert. Ja, ich bin rasiert. Ja. Ja, ich bin rasiert. Gewaxed. Ich bin auch gewaxed. So ein Streifen quer aufs Arsch. Wie verhütet ihr? Auf No Risk vorher rausziehen. Was ich tatsächlich wärmstens empfehlen kann, sind Produkte von Billy Boy. Da gibt es auch gerade eine neue Kollektion. Ja, Jonas kennt sich aus, er macht es am liebsten mit Geschmack. Okay, ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. Mal sehen, wo es geht. Okay. Ja. Pille, ja. Ich auch mit Pille. Okay, haben wir alle was gesagt? Hey, hier Pille! Was passiert hier gerade? Okay. Wurdet ihr schon mal oder habt ihr schon mal... Nein? Oh, okay. Nee, Frage beantwortet. Marvin wurde schon auf. Bam, bam, bam. Oh Gott, das ist ein Geräusch. Er lacht, wenn es wahr ist. Ja, ja, es ist tatsächlich so. Also, ich bin nicht ganz reingekommen, aber ich hab's probiert. Nächster, nein. Bitte. Das ich hab am Anfang Nein gesagt. Okay. Ja, ich hab auch Nein gesagt. Das war aber ein leises Nein. Das war ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, als wie attraktiv würdet ihr euch selber Eier bewerten? An einem guten Tag? Heute jetzt gerade. Na dann. Also ich würde persönlich sagen, mir selber eine 8 geben. Dein Blick war ein totes Aussage gerade. Ich habe selber nachgedacht, was ich gleich nehme. So. Flex ausgelöst. Aber 10 ist das Beste? Ich würde mir tatsächlich auch eine 8 geben, ja. Mhm. Du machst zuerst. Ihr beide vernascht euch auch einfach die ganze Zeit mit den Blicken. Ne? Ekelhaft. Ja, lieber würde ich starten. Also ich würde dir eine 11 geben, du geile Sau. Lieber. Gut, dass du das mit dem mal angesprochen hast. Ich würde mir, glaube ich, eine 7 geben. Vorher, also ist unabhängig, ich habe auch 7. Oh. Hätten wir 7, 7, 7, wenn du das meinst. Habt ihr euch jemanden vom Set schon mal nackt vorgestellt? Ja. Ich glaube nicht so aktiv. Also, mehr beim Einschlafen, wenn du richtig träumst. Nee, ich glaube nicht. Ich schon. Ich auch. Ja. Wen? Das sagt man nicht. Das war auch nicht die Frage. Sagt man nicht. Das ist nicht. War nicht die Frage. Hier. Jonas Ems. Er ist auch gerade nackt hinter der Kamera. Ja, genau. Deswegen brauche ich mir nicht groß vorstellen. Wann habt ihr das letzte Mal masturbiert? Oh, jetzt wird es richtig unangenehm. Ja. Ja, bei mir ist es. Oh mein Gott. Bei mir ist es wirklich. Wird es? Ja, bei mir ist es mehr als eine Woche, also vor Drehstart. Bei mir nicht. Ich habe sogar die Absprachen zwischen Nathan und dir so mitbekommen. Ja, ich gehe jetzt später ins Zimmer danach. Ja, wirklich? Ja, es ist 3 Tage. Oh ja. Mein Gott, unangenehm. Aber es war auch außerdem, ich bin wirklich abgerutscht dabei. Ja. Ihr müsst sagen, du hast auch noch hier gemacht, sage ich mal. Das denke ich, ich mache halt wirklich nie. Also nie. Okay, jetzt ist das Video uninteressant geworden, wir können aufhören. Danke, ciao. Die Ameisen hier sind größer als meine Zukunft. Hab ich's gerade oh mein Gott, du Unmensch. Ich wollte das halt das nicht. Das wird reingeschnitten. Film ihren Leichnam. Ich wollte es nicht. Okay, Kaya, hast du schon gesagt? Ja, ist bei mir genauso wie ja. Bei dir. Oh, schade, ich dachte bei mir. Also ich mache jetzt eine Frage, die ist ein bisschen gemeiner für die Jungs, weil das geht jetzt bei dem Mädchen, aber auf welche... Da müssen wir uns keine Sorgen. Auf welche Influencerin/Influencer habt ihr euch das letzte Mal eingegisst? Noch gar nicht auf. Ja, ich. Mia Khalifa. Influencer. Mia Khalifa Influencer. Sie ist auch eine Influencerin, ja? Nee, noch gar nicht. Habe ich nicht gemacht. Ich kann nicht auf Bilder.
Auf Vorstellungen. Na, nee, auch nicht. Das kann ich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Kannst du es nur mal. Nein. Was machst du denn? Das ist für dich meistens dich nicht alleine. No. Ja. Mit Nathan zusammen mal. Ja, genau. So ein Dreieck machen wir immer. Hä, wie so ein Dreieck? Was, hä? Wie was hast du denn hier vor drei Tagen in der Dusche gemacht? Ja. In der Dusche? Wo in der Dusche nicht gesagt. Aber weißt du denn? In der Dusche nicht gesagt. Ich war da nur spazieren, Mann. Ganz normal, man will nur zum Frühstück gehen. Oh mein Gott. Die Frage an die Mädchen, wie würdet ihr den Geschmack von Sperma beschreiben? Das ist ein gutes Video. Das ist schwer. Da halte ich mich einfach raus. Let's go, komm, ja. Das ist so eine Frage, müsst ihr durchballern. Also, keine Ahnung. Achso, du weißt es nicht. Also, wie sieht so an alle? Jetzt wird es unangenehm. Ja, jetzt. Ich kann es sonst beschreiben. Es gibt nichts anderes, was so ähnlich schmeckt. Nicht. Außer. Was für Sextoys habt ihr zu Hause? Ich habe richtig viele. Und Jonas Ems weiß auch wieso, weil er mir die alle geschenkt hat zu Weihnachten. Ach so, ein Weihnachtskalender, Adventskalender. Ja, er hat mir so einen Sex-Adventskalender gemacht und ich habe das alles halt bei mir zu Hause so. Also von Handschellen bis zu Seilen, zu einem Doggykissen. Ich finde es schade, dass du die Sachen nicht richtig benutzt hast. Nicht richtig? Und du? Ich habe gar keinen. Mhm. Handschellen habe ich zu Hause, Prato habe ich zu Hause. Habe ich auch, ja. Das ist auch das einzige wie Prato. Okay, was ist eure Lieblingsstellung? Doggy. Jetzt mal die Frauen, ich mach zum Ende. Doggy. Nice, haben sich da schon mal gefunden. Das passt ja schon. Okay, ihr könnt weggehen. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber wenn die Frau reitet, finde ich am besten. Ja, ich will nicht bewegen mit meinem fetten Körper. Habt ihr euch schon mal einen Gegenstand reingeschoben? Zählt der Mammut von ihm zu Hause? Ja. Den schiebst du hier rein. Aus Versehen, wie gesagt. Nee, ich habe noch nichts. Tampon. Ich auch nicht. Ein Tampon, ja. Tampon. So gelogen. Ist mit euch. So gelogen, echt. Was ist mit dir? Tampon. Jetzt müssen wir zu den heftigen Fragen kommen. Oh. Waren ja bisher ganz leer. Ja, vor allem am entspanntesten. Ja. Wann habt ihr das letzte Mal eine Person des anderen Geschlechts nackt gesehen? Des anderen Geschlechts? Mhm. Als ich zu Hause war noch. Wie lange ist das ungefähr her? 3 Jahre. Eine Woche oder so? Ja. 3 oder 4 Wochen, je nachdem wie lang der Dreh geht. 2 Wochen. Wenn deine Mutter das letzte Mal zu Besuch war. Ich glaube, es sind sogar 4 Wochen. Ja. So komplett splitterfasernackt, ne? Ich habe heute aber auch schon Nippel gesehen. Socken sind okay. Ihr beide habt einfach einen Nippel von mir gesehen. Ich hatte so einen Bikini an und ich habe mich irgendwie zu schnell bewegt. Du hast den Torpedo gemacht, das habe ich vergessen. Wann hast du zuletzt eine Person gesehen? Vor einem Monat. Ach, und das gestern mit uns zählt nicht, oder? Was? Witzig. Okay, bei mir ist es wirklich. Ich muss auch nicht antworten. Okay, bei mir sind es 4 oder 5 Monate, glaube ich. Boah. Wie? Das heißt, du hast auch nirgendwo im Internet mal jemand Nacktes gesehen. Ach, das zählt, dann ist schon echt gemeint, oder? Ja, dann habe ich auch vor 3 Tagen. Nein. Wer ist die heißeste Person hier am Set? Also ich würde sagen, ich bin die heißeste Person hier am Set. Gott. Das zählt nicht als Antwort. Chaye. Jonas, mach du mal zuerst, dann mach ich. Ich habe schon gesagt. Chaye. Wenn du ich bin übrigens Chaye. Das zählt nicht. Das ist mein Name. Das muss jemand anderes sein. Die heißeste Person. Ich würde am heißesten, darf man noch mehrere sagen? Ich würde Kyla, Zoe und Peyton nehmen. Die wen würdest du als ganz attraktivsten, so als heißesten nehmen? Von den dreien? Adi, Adriana. Die war gerade bei der finde ich, ihr könnt am heißesten. Aber jetzt noch mal, ich würde auch sagen, Zoe und Peyton. Zusammen so. Zusammen. Also ich kenne irgendwie, es ist voll schwer, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was war der größte Fail, den ihr beim Geschlechtsverkehr hattet? Oder bei, war fast Geschlechtsverkehr. Ja. Fail? Größte Fail? Ja. Aus Versehen sagt. Ja, aus Versehen. Eigentlich war es mit Absicht, ich wollte es einfach. Nein. Was da passiert? Dann tat das weh. Was soll ich sagen? So war das. Bei dir jetzt? Also du. Ja, genau. Gerade so beim ersten Mal damals und so hat es wirklich 2, 3, 4 Anläufe gedauert, bis ich einen hochbekommen habe. So, es war wirklich so, dann hat man einen Abend versucht, dann ging nichts, dann am nächsten Morgen wieder. Also es war so ein bisschen. Titel ist klar, Jonas hat Erektionsstörung. Aber ich habe das perfekte Produkt dafür. Ich glaube, so der größte Fall war einfach, als mal die Oma von meinem Freund einfach reinkam. Oh, die Oma auch noch. Ja. Bei der Mutter wäre es ja kein Problem gewesen, die hätte einfach mitmachen können, aber die Oma. Was hat die gesagt? Oh, Entschuldigung. Himmel, Herren und Sphären, was macht ihr hier? Schlucken oder spucken, was bevorzugt ihr? Definitiv, ne? Spucken. Ihr müsst das, was ihr besser findet. Schlucken. Ja, nicht wenn... Ja, also. Ja. Spucken. Ja, dann... Das ist eigentlich ein Video. Das ist das beste Video hier. Genau. Wirklich, ich weiß nicht, was ich hier so tue. Auch noch nicht. Sag doch einfach schlucken oder spucken. Hab ich doch schon. Ach so. Was mögt ihr mehr, Blümchen oder harten?
Es ist wirklich, bei mir ist es total... Oder in der Theorie, Vorstellung. Ich kann mir vorstellen. Also bei mir ist es wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Also es kommt auch auf die Stimmung und den Tag an. Ich finde, manchmal ist es halt eher das Zärtliche und manchmal kann man schon mal die Nähmaschine rauslassen. Okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ich das Video verlasse. Wieso? Fühlt sich angesprochen mit Nähmaschine. Ich würde es zu 100% so teilen. Also hat man Bock auf hart, so hat man Bock auf entspannt. Ich finde auch, also kommt immer drauf an. Mal so, mal so. Wir sagen das Gleiche. Ja, ich glaube, wenn ich eine Tendenz hätte, dann wäre es definitiv in Richtung... Zerstörung. Ja. Punkt. Punkt. Gut. Alles klar. In welchem Alter habt ihr euch das erste Mal selber berührt, selbst befriedigt? Weiß ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, es war so Richtung 12, 13. Bei mir auch. Ganz sicher sogar. Heimlich, aber. Das ist eine, echt, selber verheimlicht. Das ist eine echt komische Story, aber ich glaube, ich erzähle die nicht. Das ja, was meinst du? Aber wieso heimlich? Ich habe das auch jetzt nicht vor meinen Eltern. Also viel, viel später. Wirklich viel später. Du bist nicht mal viel älter. Ja. Ja, wann denn? Keine Ahnung. Bestimmt. Letzte Woche. Wir sind jetzt beide nicht die größten Praktikantinnen davon. Ja, also wir sind Praktikantinnen. Ihr seid ja eher Praktikantinnen dann noch eher. Ja, Jonas, wann du? Ja. Hast du schon gesagt? Ich hab schon gesagt, ja. Stimmt. Wir müssen aufpassen, ne? Ja. Das ist halt wirklich nicht mehr. Ich passe mal ein Video auf, wie ich das will. Ich schätze mal so 16 vielleicht. 16, okay. Ja. Eine Frage war an dich, Marvin, und zwar, ich hab's gesagt, dass ich ein Video drehe für die S. Also, hast du mehr Titten als deine letzte Sexpartnerin? Nein. Hab ich nicht. Ganz sicher nicht. Aber wir haben uns damit geprügelt und ich habe meistens gewonnen. Mögt ihr euren Intimgeruch? Kommt drauf an, wenn ich gerade joggen war, dann finde ich es nicht so geil. Also ich glaube nicht, dass ich einen wirklich habe. Und wenn ja, dann dusch halt schon auf. Also die Fliegen mögen den schon. Also, habt ihr jetzt noch nie so wirklich wahrgenommen? Nee, ich habe mich damit auch nicht so auseinandergesetzt. Ich dusche halt regelmäßig. Und, ja. Ja, bei mir ist das schwierig, weil er nicht über den Bauch kommt. Danke Leute fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch und abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ja. Danke, dass wir... Bombe. Einmal, genau.